Am Mittwochnachmittag kam es in Neukirchen-Pleiße auf der Werdauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 46-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Sie war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Renault Clio aus Langenhessen kommend in Richtung Crimmitschau unterwegs. In einer Rechtskurve war sie aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus gefahren, von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zum verursachten Unfallschaden konnten noch keine konkreten Angaben gemacht werden.